ihr Hübschen. Ich habe vor einigen Wochen, ist mir durch einen kleinen Krieg, weil Kriege fangen ja auch schon in, ja, sozusagen, das ist ja Streitigkeiten sind es ja. Wenn sich einer um irgendein Spielzeug oder sonst was streitet oder irgendeine Meinung oder Aussehen der anderen oder sonst irgendwas. Bin ich durch dem Ganzen, was ja schon immer so war, weil es jeder immer macht, immer mal, jeder von uns verurteilt, beurteilt, bewertet den Gegenüber, wenn man ihn ansieht, vielleicht auch riecht oder auch so jetzt, du siehst das und bewertest und verurteilst und beurteilst das Video mit Daumen hoch, Daumen runter, mit Kommentaren, ob es jetzt liebevolle sind oder auch Hass oder Neid oder Eifersucht oder sonst irgendwas. Es kommt immer wieder. Aber seit meiner Kindheit, nicht nur seit, nicht aber, sondern wirklich, seit meiner Kindheit ist ein Lied, wo ich sehr dankbar für bin, was ich immer schon gehört habe, egal was gewesen ist, wo es Streit gab, ob auf dem Schulhof, im Kindergarten, in der Arbeit, auf der Arbeit, in der Familie, in der Nachbarschaft, in Vereinen oder auch in den Medien. Immer wieder habe ich zu dieser, heute gibt es das Lied auf der CD, auch bei YouTube, aber ich habe dieses Lied hier, Ein bisschen Frieden, so oft und so lange gehört, dass ich es heute noch auswendig kann. Und ich bin, es ist nur ein Mädchen. Heute ist es eine, sag ich mal, starke Frau, die auch Neider oder Lügen und Intrigen, was auch immer über sie einst mal zwischendurch durch Medien oder sonst was gesagt, geschrieben worden ist, berichtet. Trotz alledem möchte ich mal sagen, gab es bis heute keine schlimmeren Skandale über diese Frau, wie man es sehen möchte oder nicht. Man kann es auch anders sehen, aber dieses Lied und auch das andere Lied, Thank You, Merci, Danke. Leider habe ich, also Schallplattenspieler, ich habe es gestern probiert, mein Schallplattenspieler ist leider kaputt. Aber dieses Lied, und ich habe es mir auch damals mal irgendwann, weil ich sie ja sehen wollte, also ich habe mir das gewünscht, auch als Kind sie mal persönlich live zu sehen. Ich habe es geschafft, ein paar Mal. Und dieses Lied gibt mir immer noch die Kraft, hier mal im Größer als Großschallplatte mit mehreren Liedern, daran zu glauben, dass es irgendwann vielleicht mit allen uns Menschen soweit ist. Sie hat natürlich auch nach Jahren oder besser gesagt nach ein oder zwei Jahren, ich weiß nicht genau wann, das nächste Lied Mehr als ein bisschen Frieden rauskam. Meiner Meinung und meiner Sicht, nachdem ich viele CDs und viele Alben und viele Lieder von ihr gehört und auch gekauft habe, sind auf jedem ihrer Album mindestens ein Friedenslied drauf. Nie wieder Krieg zum Beispiel. Auch so eine Sache, das gibt es auf dem Album Kaleidoskop zu hören. Und ich hatte vor ein paar Wochen bei einem Spaziergang dieses Kärtchen hier gemacht, besser gesagt dieses Bild, wo drauf steht, die allumfassende Liebe.
gibt auch dir im Herzen Friede. Deine Anja Herbig. Natürlich kann man jetzt sagen, Grammatik, Schrift, Rechtschreibung, Lieben, Frieden. Diese Worte kamen bei einer Hunderunde, also bei einem Spaziergang, wo ich draußen war. Und ich empfand es mit diesen Worten für mich als richtig wichtig und gut. Ich habe Postkarten davon für mich gedruckt oder überhaupt. Ich habe diese Postkarten auch schon verschickt, verschenkt. Und wer sie gerne haben möchte, kann mir einen frankierten Rückumschlag zusenden. Dann schicke ich gerne diese Karte, weil ich habe dafür, möchte ich einfach kein Geld haben. Wenn du mir was spendest, gerne, ist es jeder seins. Ich habe auch mir dann, weil ich gedacht habe, ja, ist doch, ich finde es sehr schön. Ich finde es auch sehr schön. Habe ich mir gleich auch noch ein Mauspad gemacht, also drucken lassen. Und eine Tasse und ein Notizheft, Buch, wie auch immer. Das liegt jetzt hier unter dem ganzen Zeug. Das lasse ich jetzt mal da drunter weg, oder? Auch ich zeige es euch vielleicht doch. Mal schauen, ob ihr schön stehen bleibt. So wie ihr stehen bleibt, ja, funktioniert. So. Gibt es auch. Wer ein Notizheft da davon haben möchte, kann sich gerne bei mir melden. Dann schicke ich dir das, den Materialpreis und das Portopreis, weil ja, so viel dazu. Ich habe mir auch die Tasse bedruckt, weil ich gedacht habe, naja, könnt ihr auch gerne, wer jetzt sagt, so, ich möchte jetzt eine Tasse davon haben, es sieht sehr schön aus, es spricht das an, was ich jetzt fühle, denke, auch meine, von mir aus, ich meine auch vielleicht von dir aus, du sagst dir jetzt, die allumfassende Liebe gibt auch dir im Herzen Friede. Ich, von meiner Hersicht und von meinem Teil her, es steht jetzt ein bisschen schief, tut mir leid, bin ich sehr in meinem Frieden, denn ich habe jetzt die letzten paar Tage ein bisschen Revue passieren lassen, meine 34 Jahre, die ich schon hier auf dieser Erde bin, und möchte mal meinen, von meiner Sicht her, habe ich viel gemacht und auch nie von meiner her, also von meiner Sicht her, nie irgendeine Hand gehoben. So, ich habe immer, egal was war und wie viel Hass und Frust von einem Menschen oder auch einem Kind, es ging ja schon im Kindergarten los, um Förmchen oder Schippe oder Eimer, was auch immer man sich gestritten hat, oder Puppe oder was auch immer. Ich habe gerne dann das Teil weitergegeben oder was auch immer. Und ich habe nie eine Hand gegenüber oder ein ich habe, so wie ich mich daran erinnere, ich habe nie irgendjemanden Leid zugefügt, wenn dann wahrscheinlich wirklich aus Reflex oder weil dieser Hass und dieser Wut und diese von dieser Person dann wirklich rübersprang, dass man sich vielleicht doch einmal wehrte. Aber sonst kann ich von meiner Sicht her sagen, dass ich dankbar bin dafür, dass ich immer wieder in mir dieses Lied gesungen habe, egal wer auf mich zugetreten hat oder mir zugeschrien hat, was ich denn sei, was ich in deren Augen bin, was ich heute noch sei und bin, weil es wird ja natürlich, und ich möchte auch mal sagen, egal ob ich jetzt weg bin von dieser Bildfläche hier YouTube oder was auch immer, ich möchte sagen, auch wenn du nicht
zumindest ich von mir aus, auch wenn ich nicht in der Öffentlichkeit bin oder war, ich meine, als Kind könnte ich mal sagen, als Kind, Vierjährige, Siebenjährige, Zehnjährige, 14-Jährige, da war ich erstens noch nicht in der Öffentlichkeit, außer, doch, man steht ja in der Öffentlichkeit. Man war in der Schule, man war einkaufen, man steht da. Man steht da und wird beäugelt, angeschaut von dem Gegenüber. Man guckt natürlich auch selbst auf die andere Person und schaut, was denkt er denn über mich? Was sagt er denn zu mir? Und trotz alledem habe ich innerlich dieses Lied gesungen und habe auch, ich meine, jetzt kommen so ein paar Erinnerungen immer wieder hoch, wo ich gerne daran denke, an diese Jungs, kann ich mal sagen, sind zwei Jungs, an die ich jetzt speziell schon seit Wochen, eigentlich schon seit vor Weihnachten, da habe ich auch schon mal ein Video von gemacht, so zwischendurch, wo, ich sag mal, erstens der eine Junge mir mich an die Wand gedrückt hat und mir die Luft, also wirklich mit beiden Händen an meinen Hals war und ich wirklich keine Luft bekommen habe, ich ihn nur angeschaut habe, weil ich konnte ja nichts sagen, ich hatte ja auch schon fast keine Luft, also ich meine, mir ging ja die Luft schon fast aus. Und ich hatte meine Hände frei. Ich hätte ihn wegschubsen können, aber ich schaute ihn nur an und dachte nur, und ich sang in mir auch dieses Lied, ein bisschen Frieden, und dachte nur, was passiert? Was machst du, wenn du dieses hier weiter ausführst? Was passiert mit dir, wenn ich meinen Atem wirklich verliere und ich hier liege und vielleicht keinen Atem mehr davon gebe und dadurch vielleicht auch sterbe? Was passiert dann? Bist du dann glücklich? Kannst du damit selber leben? Und mein lieber Junge, ich weiß, in dir ist gerade sehr viel Wut und Frust und was auch immer hinter der Tür deines Elternhauses oder wo auch immer etwas passiert ist, was gerade dich dazu bewegt, einen anderen Menschen zu würgen, zu schlagen, zu treten und mit Worten vielleicht auch klein zu machen. Ja, mit Worten. Es gibt auch viele Worte, die Menschen in den Mund nehmen, wo aus Reflex vielleicht oder vielleicht einfach so, weil sie denken und das fühlen so, ach, das ist ein Hilfeschrei oder oh, die Person ist selbstmordgefährdet oder was auch immer da gerade hochkommt, ich hasse dich so, du siehst so scheiße aus, du stinkst, du was auch immer, was kommt noch? Du hast eine große Fresse, keine Ahnung, wie auch immer, andere sagen nichts dahinter. Sowas gibt es auch. Dieser Junge, der hat irgendwann losgelassen. Ich war dankbar dafür, ich habe wieder Luft bekommen. Ich denke heute immer noch an diesen Jungen, weil er ist ja, man wird ja älter, man wird größer. Vielleicht ist er auch, er war ja schon groß genug, also vielleicht ist er auch nicht mehr gewachsen. Ich denke trotz alledem immer in Liebe an diesen Jungen, diesen einen und noch den anderen, den erzähle ich euch auch gleich. Wo ich denke, oh, was ist mit dir geworden? Was ist mit dir passiert? Was machst du heute? Lebst du überhaupt noch? Bist du vielleicht noch krimineller geworden? Hast du eine Familie? Lebst du noch? Weiß ich nicht. Ja, so denke ich. Und frage mich das hin und wieder und denke aber, für was frage ich mich das? Warum denke ich an diese Person, die schon damals mit meinen Gedanken, in meinen Gedanken ein bisschen Frieden gesungen habe
und Licht und Liebe zu ihm geschickt habe und gesagt habe, ja, ich weiß, dir geht's gerade nicht gut. Du hast Frust, du hast Wut, du hast Hass gegenüber irgendwas. So, dann komme ich jetzt mal zu dem zweiten Jungen, der mich auch getreten hat, geschlagen, mit Händen und Füßen, mit Worten. Der dann aber, ich habe ihm mehr Licht und Liebe geschickt. Und eigentlich möchte ich auch mal sagen, ich habe mich sogar als Kind ein bisschen in ihn verliebt, weil er, ich von meiner Sicht aus, einfach schön aussah, sehr schön. Er hat eine schöne Ausstrahlung gehabt, einerseits, und schönes Aussehen, und andererseits war er manchmal so voller Hass und Gier und Frust und war in so, ich sag mal, Menschenklicke, Kinderklicke, was auch immer, hat sich von, sag mal, kann man sagen, negative Sachen anziehen lassen. Und es gibt halt hier so, ne, negativ, positiv. Vielleicht ist es in der Waage, vielleicht ist es auch nicht ganz in der Waage. Naja, auf jeden Fall hat dieser Junge dann irgendwann mit irgendwelchen anderen Jungs einen Obdachlosen für ein paar Pfennige, damals waren es ja noch Pfennige, und eine Uhr und irgendwas war da auch noch, totgeschlagen, totgetreten. Dieser Junge wurde genauso verurteilt wie seine Kumpels, die dabei waren, seine Freunde, wie auch immer. Und eines hat er mir noch, bevor er, weiß ich nicht genau, im Jugendarrest oder im Knast oder wo auch immer er hingekommen ist, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Eines hatte er mir noch gesagt und mich angeschaut, bevor er von der Schule gekommen, also gegangen ist, besser gesagt, dahin, wo er halt hin verklagt worden ist, hat er mir gesagt, eines, was mir im Herzen geblieben ist. Einmal Entschuldigung zu mir und die Worte, Anja, ich wollte das nicht. Ich wollte dir nie wehtun. Und noch eins. Ich wollte auch nicht töten. In meinen Gedanken, ich habe ihn gedankt, ich habe ihn angeschaut. In meinen Gedanken habe ich auch Danke gesagt. Dankeschön, dass du dich getraut hast, noch vor dem du irgendwo hingegangen bist, wo du hin verklagt worden bist. Ich war so dankbar dafür und bin es immer noch, weil ich daran immer noch denke und so halbwegs unter Tränen. Er hat es gemacht, weil es so passiert ist, weil es so war. Er hat es gemacht. Er hat es getan, hat vielleicht nicht nachgedacht, was auch immer passiert ist. Ich bin wirklich dankbar, dass er diese Worte noch gesagt hat. Auch wenn es passiert ist und auch gewesen ist. Und ich glaube immer noch daran, an dieses Lied, ein bisschen Frieden und an meine neuen Sätze hier. Oder Sätze nicht, das ist ja nur ein Satz. Worte. Die allumfassende Liebe gibt auch dir im Herzen Friede. So. Ich habe eine Webseite seit 2006 erstellt mit ein paar Vereinen. Diese Vereine habe ich stets irgendwie unterstützt, ob mit Webseitenwerbung oder Geld oder andere Sachen. Diese Webseite heißt Etwas mehr Menschlichkeit. Dann habe ich noch eine Facebook-Seite irgendwann eröffnet. Ruhe und Frieden. Ich wünsche Ruhe und Frieden. Diese Facebook-Seite habe ich für mich eröffnet damals. Damals ist es nicht mal so lange her. Da habe ich
meinen Stalker, meine Nachbarn, Ruhe und Frieden, Liebe und Licht geschickt, weil ich weiß, was in manchen Menschen los ist und geht. Ich weiß, dass manche Menschen einfach mal ihre Frust, ihre Wut ja auch an andere rauslassen. Vielleicht aus Versehen, vielleicht auch bewusst. Aber ich kann nur sagen, Leute, macht es doch mal mit euch einfach aus. Wenn ihr wütend Hass oder sonst irgendwas in euch trägt oder auch Trauer, dann lasst es raus. Aber nur für euch bitte. Für euch. Ich mache es fast täglich. Nein, nur wenn es wirklich mal hochkommt. Dass ich ein paar Tage, Wochen einfach weine oder rumschreie in meine Wohnung, Anführungsstrichen. Oder letztens war ich auf dem Feld und habe einfach mal rumgeschrien, habe einfach nur geschrien, habe gesagt, ja, jetzt geht's mir wieder gut. Ich habe es rausgelassen, ich habe es nicht unterdrückt, ich habe es nicht irgendjemand anderes geschickt und habe gesagt, oh, ich hasse diese Person jetzt. Oh, ich verurteile dich jetzt dafür. Ich beurteile dich dafür, dass du, dass du, was weiß ich, was gemacht hast. Es ist richtig. Diese Gefühle gehören auch dazu, dass du Wut, Hass, Neid, Eifersucht, Verzweiflung, Trauer in dir trägst. Weil das gehört dazu. Aber es gibt auch viel, viel Glück, Freude, Spaß, Liebe, was auch immer. Es darf in Einklang kommen mit sich selbst. Wenn es nicht passt, wenn es auch nicht funktioniert, wenn es einfach, ja, wenn du einfach aus dir rauskommst, weil die andere Person dich so angetriggert hat oder dir irgendwas gesagt hat und du denkst, oh, jetzt bin ich aber, jetzt könnte ich aber schön draufschlagen oder mich selbst erwürgen oder ich weiß nicht, ich habe irgendwie einen Ekel in mir gerade, weil hat die Person sich gerade nicht gewaschen, hat die zu viel Parfüm, Deo oder sonst was drauf, oder vielleicht raucht die Person zu viel in deinen Augen und du kriegst keine Luft mehr, weil du wirst angeraucht. Dann geh doch einfach ein bisschen zur Seite oder weg oder sag, du, Entschuldigung, ich gehe jetzt mal, du kannst gerne noch deine zweite, dritte Zigarette rauchen, aber ich brauche ein bisschen andere Sauerstoff, ein bisschen andere Luft. Und, so mache ich es oder zwischendurch funktioniert es auch vielleicht nicht, dass ich so reagiere, dass ich dann ausweiche und sage, jetzt gehe jetzt erstmal zur Seite oder ich lese mir das nochmal durch, was ihr geschrieben habt oder du oder wer auch immer, wo auch immer. Lass es erstmal so stehen und lese es vielleicht morgen nochmal durch oder nach ein paar Stunden und dann fühlt sich das Ganze anders an. Genauso wie Lieder. Es ist alles das Gleiche. Es ist nämlich deine Wahrnehmung, deine Aufnahme, deine Stimmung, die das, was du dann damit machst, ist deine Möglichkeit, dass du das weitergibst. Das ist deine Sache. Schon immer. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, nicht gedacht, sondern ich fühle das einfach. Ich fühle das einfach und sage, ich lasse es jetzt einfach raus. Ich lasse es einfach raus. Was auch immer passiert, auch mit meiner Person, was auch immer jetzt von euch zurückkommt zu meiner Person, ob ein Daumen runter, zwei Daumen runter oder so weitere Hasskommentare oder Wut- und Frustkommentare oder Worte wie du lallst, du bist psychisch krank, du brauchst eine Zwangsjacke, du brauchst die Polizei, du brauchst einen Knast, was für Medikamente nimmst du? Hast du Drogen genommen? Stehst du unter Alkohol? Das ist deine Wahrnehmung, deine Aufnahme und deine Möglichkeit und deine Entscheidung, was du damit jetzt
in diesem Moment weitergibst, weiterschreibst und aus dir raus schreist. Aber es geht auch anders. Du kannst auch einfach auf dem Feld gehen oder im Wald und einfach losschreien und sagen, was hat das mit mir gemacht? Ja, das hat es mit mir gemacht. Das habt ihr mit mir gemacht. Und das denke ich heute noch, wie als Kind schon, das ist die Richtigkeit für mich. Das ist die Richtigkeit, das ist das Wichtigste, das ist das Gute für mich. Das ist meine Lehre, meine Lebenserfahrung, meine Weisheit, was auch immer das auch ist. Für mich ist es meine Weisheit, mein Glück, mein Segen, mein Glaube, mein Vertrauen, meine Wünsche, meine Ziele, meine Träume. Es ist meins. Das sind meine Gedanken. Und auch wenn du jetzt dieses Video siehst, ich sitze hier nur, stehe nicht vor dir. Du hast noch nicht mit mir gegessen. Auch wenn du nur vielleicht einmal mit mir gegessen hast, kannst du sagen, du kennst die, du kennst mich. Aber nein, du kennst nur meinen Namen, meine Seele kennst du nicht. Und das ist auch ein Lied von Nicole, was ich sehr, sehr, ja, es stimmt. Ich kenne nur ihren Namen, ihr Lied, ihre Lieder. Aber was sie fühlt und wirklich denkt und spürt, das kennt nur sie selbst. Und ich möchte mal sagen, ich kenne mich nur selbst. Und jeder kennt sich nur selbst, wirklich. Vielleicht auch manchmal nicht, weil man dann denkt irgendwann, huch, sowas, so habe ich nie gedacht, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich erkenne mich selbst nicht mehr. Das gibt's auch, so Sprüche. Aber es ist auch nur so eine Wahrnehmung und eine Aufnahme von sich selbst. Und eine Stimmung, ein Moment. Und dieser Moment, den kann man so belassen, darüber nochmal nachdenken, nochmal irgendwas machen, nochmal darüber schreiben, nochmal vielleicht auch im Wald gehen und darüber rausschreien, was habe ich denn da für einen Müll angestellt? Oder einfach sagen, ja, ich habe es gemacht, ich habe es gesagt. Es war in diesem Moment gut, es war in diesem Moment richtig, es war in diesem Moment wichtig. So, und dieser Moment war einfach jetzt fast 30 Minuten darüber zu philosophieren, zu diskutieren, was auch immer. Ihr könnt es nehmen, wie ihr möchtet. Nehmt immer das raus, was euch jetzt anspricht, meine Lieben. Von diesem Video, von anderen Videos, von den ganzen Sachen in TV, auf Facebook, Instagram, was weiß ich, was gerade rumläuft. Nehmt das raus, was euch anspricht, was wirklich für euch in diesem Moment vielleicht richtig und wichtig anfühlt und gut. Und ansonsten, lasst die Kiste aus, lasst das Handy drin zu Hause, was weiß ich, geht so raus, was auch immer. Ich möchte nur mal noch mal sagen, was passiert, Leute, kann man sowieso nie ändern. Und wir wissen ja nicht, was passiert und was ist. Wir können nur das denken und machen, was uns wichtig ist und was wir uns jetzt gerade wünschen. Wenn wir uns wünschen, wir gehen jetzt raus, ohne Handy, ohne alles, ja, dann ist es das. Dann ist es das. Und dann passt es auch. Das ist nur meine Meinung. Das ist wirklich meine Meinung. Das mache ich immer schon so. Ich gehe im Dunkeln raus, ohne Taschenlampe. Ich gehe ohne Handy raus, mit dem Hund, was weiß ich. Ich bin auch früher ohne Hund im Dunkeln rausgegangen. Leute, wenn ich so rausgegangen wäre, schon damals immer mit Angst und Panik, hätte ich ja niemals Zeitung austragen können. Ich meine, was bringt mir Pfefferspray oder Messer oder sonst was, wenn von hinten einer kommt und dich, was weiß ich,
Also, das Einzige, was es bringt, ist man selbst dazu zu stehen. Und ich stehe einfach jetzt dazu, dass ich das euch erzählt habe. Und was ihr damit macht, ist einfach eure Sache. Und ich freue mich auf, ja, schöne Kommentare. Ich freue mich auf anderen Austausch. Vielleicht habt ihr auch andere Meinungen. Das ist ja dann eure Sicht und Weise. Ich freue mich einfach und bin glücklich und mache jetzt hier einfach weiter, heiter. Und was wollte ich noch sagen? Faden verloren? Nein. Es ist schön. Es ist schön zu leben. Es ist schön auf der Welt. Und wenn man das Schöne sehen kann, natürlich kann man sich alles schön reden. Ja. Aber wenn man wirklich anfängt, das Schöne auch richtig zu sehen und zu fühlen, dann ist gut. Dann passt es auch. Und dann kann das andere auch wegbleiben. Natürlich kommt das andere auch. Ja, was gerade so aktuell los ist, das kommt natürlich die ganze Zeit schon von hinten und vorne, rechts und links. Man kriegt überall einen runtergeklatscht. Ah. Aber was bringt's? Das ist ja deine Einstellung dann. Und meine. Und meine Einstellung ist einfach, ich sehe gerade nur das Schöne. Das Schöne. Und mit viel Liebe und Licht. Und höre gerne noch weiterhin diese zwei Lieder hier. Und bringe das hier auch gerne weiter raus. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst es euch nur gut gehen. Vertraut euch und glaubt. Bis dann mal. Ciao.